Hallo, werte schwingende Wassererdemischungen. Selbstreflexion. Keine Namen und keine Firmennamen bitte, ne? Nee, warte mal, da muss ich weiter hochmachen. So hier, genau. Den Namen sowieso nicht. Ja. Und andauernd Wahlplakate. Es ist zum. Gehört halt auch mit dazu. Das beschäftigt mich halt, ne? Es muss mal raus, wir müssen mal drüber reden. Verfassung. Ne? Ist es jetzt für die Verfassung, ist es gegen die Verfassung? Es gibt da Leute, die behaupten, dass das alles hier, was hier passiert, gegen die eigentliche Verfassung passiert. Ne? Also gegen die eigentliche Verfassung von 1949 aus Berlin. Und nicht die Verfassung aus Bonn, die da eigentlich ja gar nicht gültig ist angeblich, wenn man die ganzen Länder zusammennimmt, die da damals damit unterschrieben haben. Ne? Ja, naja, ich bin mal gespannt, wie lang es noch so geht. Es sind alles verschiedene Teile einer Firma, die da gewählt werden können. Ne? Also deshalb Part I, ne? Part sind Teile. Naja. Macht euer Sach, sag ich mal. Tja, und wenn es dann so sein sollte, dass meine Nichtstimme dann der Partei zugeteilt wird, die die meisten Stimmen hat, dann ist das sowieso für den Arsch. Ja, naja, mal sehen. Also das trägt ja sowieso alles. Das Geld trägt ja alles. Und Inflation läuft ja schon. Fahren wir gleich nochmal hin? Mercedes. Mercedes. Ja. Alles gut. Geh aus. Wie bitte? Ausgehen. Was möchten Sie tun? Na gut, um das nochmal so grob zusammenzufassen, so wie ich das bis jetzt kapiert habe. Ne, wir hatten damals Weltkrieg gehabt, alles scheiße, ganz viele Leute gestorben. Und danach haben sich die Überlebenden zusammengerafft und haben überlegt, was man besser machen kann. Ne? So. Und da war es dann angeblich so gewesen, dass 1949 im Mai in Berlin eine Verfassung für ganz Deutschland ausgearbeitet wurde, die dem Volk dann zur Gegensicht gegeben wurde. Ich glaube, das allererste Mal in der Geschichte überhaupt, ne, dass das Volk da drüber gucken durfte und Änderungsvorschläge bringen durfte. Und nach über 500 Änderungsvorschlägen ist die Verfassung dann am 7. Oktober 1949 in Kraft getreten. Für ganz Deutschland. Das war dann die Verfassung der DDR, ne, des Deutschen Demokratischen Reichs, der Deutschen Demokratischen Republik. Und ja, allerdings ein paar Tage vorher haben sich dann, ich glaube, 68 Abgeordneten Hanseln, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne, in Bonn zusammengesetzt und haben da eine Verfassung für die BRD GmbH rausgehauen, nach der wir jetzt noch leben. So, und damals war es so, dass die westlichen Leute, die Abgeordneten, da ein Verbot von den eigenen Leuten bekommen haben, zu dieser Verfassung nach Berlin zu kommen. Und die sind aber trotzdem gekommen, ne, trotz dieses Verbotes. Ne. Und da haben die Amis unterschrieben, die Franzosen, die Russen, alle haben dafür unterschrieben. Und jetzt geht's weiter. Im Text. Also, 7. Oktober in Berlin die Verfassung und am 3. Oktober die von der BRD. Ne? Deshalb heißt es auch immer, dass die BRD angeblich zuerst die Verfassung gemacht hat. Dass aber die DDR ganz Deutschland hat drüber gucken lassen, ein halbes Jahr, und Änderungsvorschläge machen lassen, das weiß irgendwie niemand so richtig. Wusste ich auch nicht. Ja, was wollte ich noch? Ach so, genau. Ich habe einen Freund, der bildet Polizisten aus. Und ihm wurde in seiner Ausbildung gesagt, dass die Verfassung der DDR damals von den Russen initiiert worden wäre und so gar nicht stimmen würde. Ne? Dass das alles fake wäre und dass das alles, ne, von den Russen uns aufgedrängt worden wäre. So lernen es die heutigen Leute, die Polizisten ausbilden. Ne? Die müssen natürlich nach ihrer BRD-Verfassung. Handeln und naja, tja.
So, dann war es aber so gewesen, dass diese Verfassung von 1949 bis 1953 gewesen ist. Und 1953 war doch dieser 17. Juni, ne, wo dann der Herr Ulbricht mit ein paar Militärs aus Russland, wo nicht einmal Stalin angeblich Bescheid wusste, auf einmal hierher kam und gemeint hat, wir müssten jetzt alle viel länger in die Fabriken arbeiten gehen. Ne? Ja, und ab da war das eigentlich schon wieder Geschichte. Also war diese richtige Verfassung von 1949, ne, die damals 2000 Leute haben, also 2000 Abgeordnete haben drüber abgestimmt. Ne, im Gegensatz zur BRD-Verfassung, wo 68 Abgeordnete das abgestimmt haben. Und da gab es laut der Literatur 1999 Ja-Stimmen und eine Gegenstimme war dagegen gewesen. Ne, es würde mich interessieren, wer das war, der da dagegen gestimmt hat. Ne, aber ja, ist 1953 gegolten und dann wurde über diese 49er DDR-Verfassung andere Verfassungen drüber gestülpt. Ja, da gab es die 68er Verfassung, dann in den 70er Jahren haben sie noch einmal eine Verfassung in der DDR gemacht. Und das ist die DDR, die die meisten kennen, ne, die so scheiße war, ne, wo Menschenrechte mit den Füßen getreten worden sind und so weiter und so fort. Ne, also das ist... Also das, was die meisten Leute als DDR erlebt haben, ne, ist nicht die DDR, wie sie mal geplant gewesen ist. Ne? Also wie sie von 1949 bis 1953 da mal gewesen ist. Aber angeblich war damals die Zeit noch nicht so weit gewesen. Ne? Die Zeit war noch nicht reif. Ich habe in aktuellen Dokumentationen gesehen, dass da Leute gesagt haben, man müsste da jetzt noch mal durch. Und wenn man das geschafft hätte, würde einen das Paradies erwarten. Hm. Natürlich auch wieder so eine komische Sache mit dem Paradies, aber... Naja, es scheint jedenfalls so, als ob wir da noch nicht durch sind. So kommt es mir jedenfalls vor. Ja, was ich euch wirklich mal ins Herz legen würde, was mir auch die Augen geöffnet hat, ist diese Verfassung von 1949 mal durchzulesen von der DDR. Ne, diese ganzen Artikel, was da alles drin steht. Ne, ich habe eigentlich nichts gefunden, wo ich sagen kann, hey, das ist ja scheiße. Ne, das ist eigentlich alles viel besser als jetzt. Und wenn es so ist, dass diese Verfassung nicht bereinigt wurde, also die ganzen übergestülpten Verfassungen von der DDR sind bereinigt worden, ne? Die 68er Verfassung, die aus den 70er Jahren ist bereinigt worden, deshalb die ganzen Bundesbereinigungsgesetze, höchstwahrscheinlich. Aber an die 49er DDR-Verfassung kann nicht rangegangen werden, weil das ja das Volk beschlossen hat. Ne? Und solange da das Volk sagt, nö, machen wir nicht, ja. Und solange es noch Leute gibt, die in der Zeit geboren wurden, gilt auch noch die Verfassung. Und wir machen eigentlich alle freiwillig diese BRD-Verfassung momentan mit. Ne? Aber eigentlich wahrscheinlich nur, weil wir es nicht besser wissen. So. Macht, was ihr denkt. Ich mache meinen Weg weiter. Ja, aber was war's denn, was da damals noch nicht so weit war, dass die Verfassung so richtig durchbrechen konnte? Hm? Natürlich weiß ich es nicht hundertprozentig, warum, wieso, weshalb, aber ich habe mir halt so meine Gedanken gemacht. Ne, kurz nach dem Krieg ganz viele Leute mit extrem schrecklichen Erlebnissen, die erstmal verarbeitet werden müssen oder vergessen werden müssen. Und vergessen geht auf der einen Seite so, indem er seinen Ort verlässt, komplett woanders hin macht. Und ein anderer Weg wären die Drogen, ne, damals halt der Alkohol. Tja. Das sind die Wege, die es geht. Oder halt sich komplett mit Liebe mit irgendwas verbinden. Ne? Aber wer kann das schon? Eine andere Sache, die damals noch nicht so bekannt war wie heute. Ich meine, heute ist er auch noch kaum bekannt, aber die jetzigen Politiker, die haben ja eine schöne Taktik, wie sie es bekannt machen können. Ne? Danke, Herr Spahn, für die Impfpflicht. Ja, das mit diesen ansteckenden Krankheiten. Ja, damals haben sie ja noch alle gedacht, dass Viren ansteckend sind, ne? Dass die durch die Luft wuseln und dann durch die Atmung aufgenommen werden und dann alle möglichen Krankheiten auslösen. Und da gibt's einen Herrn Dr. Lanka, der dem mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt hat. Und der Herr Dr. Lanka hat für denjenigen 100.000 Euro Preisgeld ausgesetzt, ne, also Belohnung ausgesetzt, der es schafft, in einer einzigen zusammenhängenden Publikation zu beweisen,
dass Masernviren ansteckend sind. Na? Ein junger Arzt namens David Bardens wollte sich die 100.000 Euro holen. Also ich muss dazu sagen, Herr Dr. Langer nimmt nur die genauesten Kriterien dafür. Also die genauesten Kriterien hat das Robert-Koch-Institut dafür rausgehauen. Und der David Bardens wollte sich, wie gesagt, die 100.000 Euro holen und hat eben viele verschiedene Publikationen präsentiert und hat damit gedacht, damit hat sich's, ne? Aber in zweiter Instanz hat dann doch der Dr. Lanka gewonnen, weil durch diesen kleinen Formfehler, dass der Herr Lanka eben das in einer zusammenhängenden Dokumentation, also wie das Virus da aus dem kranken Körper rausmacht, durch die Luft wuselt, bei dem Opfer sich andockt, ne, durch die Lungen überall hinwandert, bis er dann an irgendeinem Organ angekommen ist, wo sich das Bakterium oder das Virus dann denkt, so jetzt vermehre ich mich mal, mache meine Krankheit. Na, das muss alles in einer einzigen zusammenhängenden Publikation mal bewiesen werden. Dann wäre ich auch dabei, dass ich sage, Viren sind ansteckend. Und solange das nicht passiert, ne, solange es da nur kleine, einzelne, verschiedene Publikationen gibt, ne, die völlig ohne Zusammenhang sind, kann ich da nicht dran glauben. Ne? Zahlen dafür haben wir am 16.11.2018, hat Dr. Lanka praktisch diesen Prozess gewonnen. Der schwarz-weiße da. Den habe ich doch drauf. Ja. Nein, so weiter. Danke sehr. Ja. Und was die anderen Gründe sind, warum es damals noch nicht durchbrechen könnte? Genau dasselbe wie heute, würde ich sagen. Und natürlich Geld. Geld. Tja, das Geldlevel und das Globuslevel überlasse ich euch mal. Ne, ihr wollt ja auch wieder was zu tun haben. Gibt es dazu noch was zu sagen? Ach ja, doch, das eine habe ich ziemlich interessant gefunden. Ne? Wenn ihr bei Wikipedia mal die Definition von Globalismus anguckt, wird einem auffallen, dass sich Globalismus explizit gegen Realismus stellt. Bäume pflanzen, Bäume abhauen. Komm hoch. Na dann, komm hoch. Geht's nicht hoch. Geht's nicht hin. Ja, so wird es was, wa?